Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Woche hier bei uns und die beginnt wie immer mit einer freien und offenen Themennacht. Was sagen will, dass ihr euch hier bei mir melden könnt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050 oder Mailadresse domian@wdr.de. Bin gespannt auf meinen ersten Anrufer heute Nacht. Das ist nämlich der Stefan. Und Stefan ist 17. Hallo Stefan. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Mein Problem ist das folgende, nämlich krankhafte Eifersucht. Krankhafte Eifersucht? Ja. Das heißt, du bist krankhaft eifersüchtig? Genau, richtig. Und das wirkt sich so aus bei mir, dass ich teilweise unter Schüttelanfällen leide. Ach, das wirkt sich körperlich sogar so sehr aus? Es wirkt sich auch mit physisch aus, ja. Und du hast eine Freundin? Ich habe eine Freundin, zur Zeit. Wie lange schon? Anderthalb Jahren ungefähr. Ja. Mit einigen Abständen dazwischen. Ja. Aber gibt die dir Anlass, eifersüchtig zu sein? Kaum. Also und dennoch bist du's? Ich bin es dennoch und ich bin es auch nicht seit ihr. Ich bin es schon bei meiner letzten Freundin ebenfalls gewesen. Ja. Und es ist jetzt nur so, dass es sich immer weiter steigert. Also wenn sie beispielsweise auf eine Party geht abends, sitze ich in meinem Bett und zittere mir einen zusammen, nehme Beruhigungstabletten, um das überhaupt irgendwie überbrücken zu können. Und ich habe wirklich Angst, dass diese Eifersucht, ja, sie regiert ja quasi schon die Beziehung. Meine Freundin fühlt sich eingehängt und... Ja. Okay, das ist jetzt so die Auswirkung für dich alleine, wenn du da zu Hause in deinem Bett sitzt und Schüttelfrost bekommst, was ja schon traurig genug ist, dass es so ist. Ja. Aber wie verhältst du dich deiner Freundin gegenüber, wenn man so krankhaft eifersüchtig ist wie du? Also ich ziehe mich dann, wenn ich im Kontakt mit ihr bin, hauptsächlich zurück. Und sie weiß gar nicht, was los ist? Sie weiß, was los ist. Wir haben darüber auch schon ganz oft geredet. Aber was sind das für Situationen, wo du sagst, ich ziehe mich dann zurück? Wann ziehst du dich zurück? In dem Moment zum Beispiel, wenn sie anfängt, mit mir darüber zu reden, dass sie plant, eine Party zu besuchen. Ach so. Beispiel. Also wenn du schon am Horizont witterst oder ist irgendeine Situation, da könnte ich eifersüchtig werden, dann ziehst du dich zurück, wirst ganz still und sie weiß gar nicht, was los ist oder weiß mittlerweile, was los ist und kann damit nicht umgehen. Richtig, sie fühlt sich, wie gesagt, von mir ziemlich eingeengt, was ja auch logisch ist, also vollkommen klar. Und ich habe jetzt wirklich totale Angst um diese Beziehung, weil rein vom Rationalen her lehne ich Eifersucht generell vollkommen ab. Ja. Hast du sie denn auch schon, gab es auch Streit schon? Einigen, ja. Es gab ziemlich viele Probleme. Wir haben sehr viel darüber geredet und... Und gibt es auch so Sachen, dass du ihr irgendetwas verbietest, wo du sagst, nee, das kommt gar nicht in die Tüte? Ich habe es jetzt versucht. Ich habe jetzt aktuell, wollte sie zu einem Geburtstag fahren, also sie will an diesem Wochenende zu einem Geburtstag fahren von einer Freundin. Nun muss ich aber dazu sagen, dass sie mich vor einem Jahr auch da betrogen hat. So. Da waren wir nicht wirklich zusammen zur damaligen Zeit und von daher war es entschuldbar. Ja. Aber ihr seid anderthalb Jahre zusammen, sagst du? Ungefähr anderthalb Jahre, mit einigen Abständen dazwischen. Wir waren zwischendurch getrennt. Und, aber das war auch teilweise auch deswegen, wegen dieser Eifersucht eben. Achso, da war das eine Reaktion von ihr auf deine Eifersucht. Richtig. Also meine Frage war, verbietest du ihr auch schon mal was? Ich habe es, wie gesagt, versucht, nur ich kann ja nichts verbieten. Und ich habe es jetzt einmal in dieser Woche versucht und da gab es auch einen riesen Streit zwischen uns. Mhm. Und ich habe dann auch sofort mich entschuldigt und bin zurückgegangen. Nur es ist so, dass diese Eifersucht enorme Kontrolle über mich ausübt mittlerweile. Und das war in den letzten drei Jahren nicht so extrem, wie es jetzt mittlerweile geworden ist. Klingt sehr ernst, ne? Es ist sehr ernst. Weil es ist ja... Warum bist du so eifersüchtig? Ich weiß es nicht. Bist du dir deiner so wenig sicher? Ja, das wird sein. Es ist bei mir eigentlich schon angefangen, als ich klein war. Ich habe bei meinen Eltern geklammert. Ich habe mich an guten Freunden festgeklammert. Immer und immer wieder. Und das hat dazu geführt, dass ich nur ein paar gute Freunde habe mittlerweile. Lass mich nochmal fragen zu so aktuellen Situationen mit deiner Freundin. Ja. Beispielsweise, du gehst auf der Straße mit ihr und du bemerkst, dass sie einen Jungen anguckt, der offensichtlich ganz gut aussieht. Was passiert dann?
Also ich muss dazu sagen, sie ist in der Gothic-Szene. Mhm. Und wenn wir mal gemeinsam unterwegs sind abends, das war bisher aber auch nur einmal der Fall, dann bin ich schon ängstlich. Nur wie gesagt, ich gehe dann zurück. Ich sag dann, ich gehe jetzt nach draußen, mhm. ich setze mich draußen hin und warte, bis du deine Party hier gefeiert hast. Mhm. So weit geht das bei mir. Ich gehe dann raus und mhm. weil ich habe, wie gesagt, Angst, dass ich handgreiflich werden könnte, dass ich halt keine Kontrolle mehr habe über mich mhm. selbst. Aber ich verstehe schon so, dass in der Regel du dich in dich zurückziehst, wenn ja. du merkst, es wird wieder ganz, ganz stark. Ja, auf jeden Fall. Und was dann zur Folge hat wiederum, dass die Beziehung dadurch natürlich auch irritiert ist, um es vorsichtig auszudrücken. Letztendlich weiß sie, dass du so eifersüchtig bist und das versetzt sie unter Druck. Genau. Und letztendlich ist das eine Spirale. Ne? Richtig, wieder. Genau. Du hast gerade gesagt, dass ihr, obwohl ihr fast anderthalb Jahre zusammen seid, erst einmal zusammen abends weg wart? Ja, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Warum denn? Also das war jetzt in der letzten Zeit nur einmal, vorher auch mal. Also ja, was macht ihr denn immer? Wir gehen schon weg, aber eben nicht auf Partys, selten auf Partys. Warum nicht zusammen? Weil ich persönlich ein Mensch bin, das kommt auch noch mit dazu, ich litt unter sozialer Phobie. Mhm. Und ich kann Menschenmengen in geschlossenen Räumen überhaupt nicht haben. Oh. Und ich überwinde das für sie. Versuche es zu überwinden. Aber es ist auch immer eine Anstrengung für dich. Es ist eine Anstrengung. Weiß sie das, dass du das für sie versuchst dann zu überwinden? Das weiß sie und da bin ich wieder in so einer Zwickmühle. Sie sagt, ja, dann komm doch einfach nicht mit. Und dann ist dann wieder diese Eifersucht, die mich dazu treibt, mitzukommen. Mhm. Soziale Phobie. Ja. Auch schon lange? Auch schon recht lange. Mhm. Ist auch bisher nicht wirklich therapiert worden. Ja. Es ging auch mit der Zeit zurück. Das hat Ursachen in der Schule gehabt. Ich hatte in der fünften Klasse Probleme. Das wirkt sich heute immer noch ein bisschen aus, mhm. aber ist auch zurückgegangen. Bist du noch Schüler im Moment? Ja. Ja. Wie ist das in der Schule? Du bist ja auch mit vielen Leuten zusammen. Geht das? Ja, da ziehe ich mich ungefähr genauso zurück. Ja. Das Einzige, was ich noch wirklich mache, ich führe Gespräche mit Lehrern in Fächern, die mich interessieren. Ich habe einen kleinen Freundeskreis um mich herum innerhalb der Klasse, aber mehr auch nicht. Ja. Also ich bin auch nicht der Typ, der unbedingt auf andere Leute zugeht. Diese Eifersuchtsgeschichte, hast du den Eindruck, dass du das selbst durch deine Willenskraft nicht schaffst, in den Griff zu kriegen? Mittlerweile nicht mehr. Mhm. Mittlerweile nicht mehr. So klingt es mir auch. Du klingst eigentlich nicht so wie jemand, den ich jetzt so richtig mal zur Sau machen könnte und sagen, hier, pass auf, jetzt reiß ich am Riemen. Und ja. Sondern das klingt ja schon komplizierter bei dir. Und ich will es ja überhaupt gar nicht. Das treibt mich in den Wahnsinn. Ja. Da ist immer dieser Konflikt. Du willst die Eifersucht nicht? Ich will sie nicht. Mhm. Aber du hast mir gar nicht noch was anderes gesagt. Du hast mit dieser sozialen Phobie, da kriegst du gerade große Ohren. Ja, das heißt, da sind ja ganz viel, vielleicht eine ganze Menge Sachen im Argen. In deiner viele Faktoren, ja. Ne? Viele Faktoren. Ja, und da ist vielleicht diese extreme Eifersucht nur ein Mosaiksteinchen. Ja, natürlich. Ne, von dem, was da in der Seele irgendwie nicht so richtig in Harmonie ist. So, was machen wir da? Ja. Eigentlich kann man da, wenn du dich jetzt schon so auch hilferufend an zum Beispiel so eine Sendung wendest, ja. Kann man eigentlich nur raten, dass du dich professionell mit jemandem beschäftigen musst. Mit jemandem professionell. Und zwar nicht nur bezogen auf die Eifersucht, sondern bezogen auf deine grundsätzliche Lebensproblematik. Ja, richtig. Wahrscheinlich, wenn wir beide uns jetzt eine Stunde unterhalten würden, kämen da noch ganz viele andere Faktoren noch zur Sprache. Gewiss. Ne? Ja. Und du bist ja, ich merke ja, dass du ein sehr reflektierter junger Mann bist, der da sicherlich auch ganz gut mit so einem Psychologen, wenn du ihn ernst nimmst, arbeiten kann. Also ich muss dazu sagen, ich habe selber Psychologie studiert und ich kenne mich da. Du hast mit 17 Psychologie studiert? Ja, das ging jetzt ein bisschen angeberisch. Ich war einfach nur Gastdozent für einige Jahre und habe mich mit dem Fach auseinandergesetzt. Gastdozent? Gasthörer? Gasthörer, ja. Ehrlich? Gastdozent, Entschuldigung. Du bist so allein in die Uni gegangen, hast du mal zugehört? Ja, genau. Ich habe mich vorher beim Dekan gemeldet. Ehrlich? Und das war okay so? Das durftest du? Das durfte ich dann, ja. Gut, also bist ja schon nah an der Materie dran. Ja. Jetzt kriegst du von meiner Psychologin noch ein paar sehr informative Ratschläge. Ja. Was du wie tun sollst. Ich finde, dass du zu einem guten Psychiater, Psychologen solltest. Gut. Und okay. Meine Psychologin wird dir das jetzt erklären, wie und wo du es anstellen. Okay. Viel Glück bei der Sendung. Ja, ich hoffe dir also, ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass es klappt. Ja, okay, vielen Dank. Tschüss. Das war Stefan, 0800 220 50, meine Telefonnummer.
Und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Diese Woche Samstag gibt es wieder einen Promi-Talk hier bei Domian im WDR Fernsehen. Und diese Woche Samstag ist, ja, ich will mal sagen, so die Klatsch-Tante der Nation, ohne das Böse zu meinen, ist mein prominenter Gast, nämlich Ralf Morgenstern, der natürlich über das Klatschen hinaus noch viele, viele andere Dinge kann und mag und schon gemacht hat. Also, Ralf Morgenstern ist diese Woche Samstag um 23.45 Uhr im WDR-Fernsehen mein prominenter Gast und ihr könnt wieder mitmachen, ihr könnt anrufen. Wenn ihr gerne mit Ralf Morgenstern plaudern und klatschen wollt vielleicht auch, dann könnt ihr euch jetzt schon anmelden unter domian@wdr.de und wir rufen dann den einen oder anderen am Samstag zurück. Ralf Morgenstern, diese Woche Samstag bei mir zu Gast. Sarah, 21 Jahre alt. Hallo Sarah. Hallo. Ja, ich grüße dich. Ja, ich dich auch. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin in einer ziemlich verzwickten Lage momentan und weiß nicht so richtig, wie ich alles so aufknibbeln soll, bin ziemlich verwirrt. Also, wie ist die Lage? Erklär sie mir mal. Ja, also ich bin eigentlich in der Lage, die nicht so jede Frau hat und die sich einige Frauen auch wünschen. Also ich habe vor ungefähr 2,5 Monaten eine Beziehung beendet, die ich so 3,5 Jahre geführt habe mit einem. Mhm. Und haben mich dann dafür entschieden, das Leben, was ich vor der Beziehung geführt habe, so als Art weiblicher Gigolo, wieder aufzunehmen. Und jetzt ist es inzwischen so. Wobei du da ja noch sehr jung warst, vor der Beziehung. Ja, ich habe sehr früh angefangen, kommen da sozusagen. Ja. Und ja, da ist es so, also ich bin auch sehr erfolgreich momentan. Als was? Als weiblicher Gigolo? Ja, ganz genau. Was heißt denn weiblicher Gigolo? Heißt das, was heißt das, weiblicher Gigolo? Also ich habe sehr, sehr viel sexuellen Kontakt und Und nimmst Geld dafür? Nein. 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 Nein, nein, so, nur einfach so, ne? Ich bin nur Verführer, sozusagen. Ja, ich habe sehr viele Angebote, die ich dann auch aussuchen kann. Ich habe sozusagen an jedem Finger 10 Herrschaften und solche Sachen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass du eine sehr attraktive junge Frau bist. Ja. Durchaus, ja. Habe auch sehr viel, wie mir immer gesagt wird, sinnliche Ausstrahlung. Meistens ist es sogar so, dass ich gar nicht drauf anlege, wenn ich Männer neu kennenlerne. Das heißt, die fliegen dir zu. Ja. Wie Motten das Licht, fliegen die dich genau an. Genau. Was man manchmal sowieso sogar jetzt wieder ganz frisch dazu gekommen, ein junger Mann, der, ich will doch eigentlich gar nichts von dem und der will aber trotzdem, eigentlich ist er ganz nett, wäre sogar mein Typ, aber egal jetzt. Ich muss nochmal die Biografie so verstehen, also du warst 3,5 Jahre ungefähr mit einem Typ zusammen. Ja, den ich auch sehr, sehr gerne habe, hat bei uns leider körperlich nicht mehr gepasst. Seelisch sind wir das perfekte Paar. Okay, warst du in dieser Zeit ganz treu? Ganz, ganz, ganz am Anfang hatte ich einen Besoffenheitsfehltritt. Okay. Vergessen wir mal. War ich komplett treu. So, und jetzt seit 2,5 Monaten bist du getrennt von ihm. Ihr seid noch Freunde. Und seitdem lässt du so richtig die Sau raushängen, ne? Ja, im Prinzip schon. Warum? Ist da so Nachholbedarf oder was? Nee, ist da? Das alte Leben, das hat mir sehr, sehr gefallen und inzwischen mache ich das im Prinzip auch so, ich versuche ein Buch drüber zu schreiben. Ja, langsam. Zu kompensieren. Lebe erstmal und dann schreib's auf. Alles zusammen ist vielleicht ein bisschen viel. Was ist denn das Tolle daran, mit so vielen Männern? Und Frauen. Und Frauen auch noch? Ja. Sodom und Gomorra ist das hier. Ja, ich weiß, ich bin schlimm. Also du bist bisexuell? Ja. Du legst die Mädels flach und die Männer? Ja, ganz genau. Jetzt muss ich mal, um mir mal ein Ausmaß vor Augen zu führen, du bist jetzt seit 2,5 Monaten aus der Beziehung raus. Mhm. Mit wie vielen Menschen, muss ich ja jetzt sagen, wie viele Menschen hast du schon das Laken geteilt seitdem? Jetzt sag bitte nicht, ich weiß es nicht. Moment. 2,5 Monate, das ist nicht so lange. Ja, also ich hoffe jetzt zu lügen, wenn ich sage... 10 Wochen sind das. 7, 8? Ja, 7, 8. Oder so? Naja, gut, das ist ja schon dann fast pro Woche ein neues Wesen. Ja, schon. Nee, auf jeden Fall ist es... Ja, aber nein, die Frage war, was macht denn da so einen Spaß dran, mit so vielen ständig zu haben? Ich meine, ja, es ist gut Abwechslung. Ja.
sind interessante Persönlichkeiten so zu sehen. Also ich analysiere die Menschen auch sehr gern und dann gehe ich eben auch sehr gern so noch. Aber ist das denn sowas, wie du gerade sagtest, da läuft es, lief es körperlich zwischen dir und deinem Freund nicht mehr so doll, dass es schon Nachholbedarf ist, dass du einfach was erleben willst? Ja, das eigentlich auch, aber das sehe ich nicht so als vordergründige Sache. So, jetzt kann man ja überlegen, warum hat Sarah angerufen, wenn alles so im Lot ist? Ja, ganz genau. Also die Sache ist an dem, erstens, ich habe ja den Ex-Freund doch noch sehr, sehr, sehr lieb, aber es ist halt so, also ich könnte jederzeit, denke ich mal, zeigt er mir auch jedes Mal, könnte jederzeit zurückkommen und würde mit offenen Armen empfangen werden. Es ist aber so, er ist überhaupt nicht mein Typ. Ich habe es ihm vom Anfang an gesagt, er hatte sich unsterblich in mich verliebt und ich hatte ihn am Anfang überhaupt, ich habe ihn lieben gelernt sozusagen. Ja, aber dann, wenn man das so sieht, dann sage ich mal, dass letztendlich nie eine ganz große, tiefe Leidenschaft da war, sondern du hast dir das so zurechtgebogen. Und das ist eine Weile gegangen und dann ging es nicht mehr. Ganz genau. So. Und jetzt ist es so, dass ich auch noch unter anderem zwei Herrschaften kennengelernt habe, die sehr gerne mit mir eine Beziehung anfangen wollen, die auch sehr, sehr lieb sind, sehr auch durchaus attraktiv, aber wiederum auch wieder nicht mein Typ. Ja, dann ist die Sache völlig einfach und klar. Du lässt schön die Finger von deinem Ex, weil das gibt sowieso nichts, wenn man das... Das geht sowieso nicht, weil körperlich könnte ich nichts mehr mit ihm anfangen. So, ne, das haben wir ja ganz, ganz, ganz eindeutig geklärt, weil du vorhin sagst, er würde gerne, auf keinen Fall würde ich das auch nur nochmal anfangen. Wenn das, wenn das so weg ist, kommt das auch nicht wieder. Also das glaube ich nicht, an sowas glaube ich nicht. So, und jetzt hast du zwei neue Typen an der Leine, wo das körperlich auch nicht so der Knaller und Bringer für dich ist. Doch, körperlich durchaus schon, aber es ist halt so, also sagt man einfach so, ich stehe so auf die etwas stämmigeren, mit dunklen Haaren. Aber die Herrschaften sind halt knallblond und sind nicht so stämmig. Ja Gott, aber sind durchaus sehr attraktive junge Männer. Ja, aber über was reden wir? Du musst dich doch gar nicht, wenn du nicht wirklich willst, dann willst du halt nicht. Du musst dich doch jetzt nicht schon binden. Dann genieß doch einfach mal dein Jule-Leben. Also ist noch eine andere Sache. Ich bin krank, habe Depressionen und eine schizoide Störung. Aha. Was sich zu einem ziemlich unangenehmen vereint. Zwar komme ich damit klar, habe das auch alles unter Kontrolle eigentlich, aber ich brauche im Prinzip auch jemanden, bei dem ich mich anlehnen kann. Oh, jedes Mal meinen Ex-Freund in irgendeiner Weise da zu Hilfe zu nehmen, im Prinzip habe ich das Gefühl, ihn auszunutzen. Ja, muss das denn jetzt ein Partner sein? Könnte das nicht auch eine gute Freundin, ein guter Freund sein? Ja, habe ich aber nicht. Die anderen, mein Ex-Freund ist der Einzige, der wirklich die Stärke bewiesen hat. Sarah, dann will ich dir sagen, dann wird's kompliziert. Also nur... Das ist das, was mich so durcheinander Genau, bringt. Jetzt nur, ich sag mal, was heißt nur, in Anführungszeichen, zum Anlehnen jemanden zu suchen. Wo das vielleicht dann letztendlich gar nicht so richtig stimmig ist, das ist auch nicht in Ordnung. Bist du denn, ich meine, das ist ja nur ein richtiges Krankheitsbild, wie du es beschrieben hast, bist du denn in ärztlicher Behandlung? Ja, aber es geht alles nicht so voran. Von der Seite sollte man das Pferd aufzäumen, dass dir einfach wirklich medizinisch geholfen wird. Ja, aber ich brauche einfach auch jemanden, zu dem ich wirklich mal kommen kann. Die anderen, die sind einfach in keinster Weise fühlen die sich fähig, auch irgendwie nur, wenn ich irgendwie was habe, die wollen davon gar nicht. Sich jetzt auf eine Beziehung einzulassen, weil du das auch, ich sag jetzt mal, aus medizinischen Gründen mehr oder weniger brauchst, wo du aber nicht wirklich hinterstehst, das ist nicht der richtige Weg. Da ist Unglück und Frust schon vorprogrammiert. Das funktioniert nicht. Das heißt, du musst dir intensiver doch die medizinische Hilfe suchen. Und dann wiederum auf der anderen Seite versuchen, dass du diese Partnersuche wirklich sehr, sehr locker angehst und darauf wartest, bis dann jemand kommt, der wirklich, wie war es, auf die Blonden stehst du, ne? Nee, umgekehrt, auf die Schwarzen. Umgekehrt. Genau, jetzt ein schwarzer, stämmiger Typ da ist, der vom Typ, vom Charakter auch noch dein Ding ist und dann zuschlägst. Aber sonst ist das alles so ein krudes, verwickeltes Zeug. Ich möchte gerne in Sachen Krankheitsbild, dass meine Psychologin dich noch ein bisschen berät. Ist das in Ordnung? Können wir machen, ja. Ja, das ist doch, glaube ich, eine gute Idee. Legst du auf und wir rufen dich gleich an. Das heißt, Heide ruft dich an.
Ja, können wir machen. Ne, machen wir okay, so. Kleine Sache noch. Ja. Und zwar wollte ich nur mal kurz sagen, finde ich cool, denn dann finde ich nur blöd, dass man da so selten durchkommt. War total überrascht, dass ich durch Zufall heute durchgekommen bin. Weißt du, aus ganz Deutschland versuchen halt Leute anzurufen in der Nacht. Das ist schon sehr schwierig. Aber dieses Mailen ist immer ganz gut, sage ich. Wenn der nicht durchkommt, versucht zu mailen, gibt es immer größere Chancen. Ja. So, du legst auf. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und hoffentlich können wir dir ein bisschen helfen. Tschüss. Danke, tschüss. Unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ihr Lieben, heißt plötzlicher Tod. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr konfrontiert worden seid schon mit plötzlichem Tod. Dass ihr jemanden, einen Angehörigen, einen Freund oder ein Familienmitglied plötzlich verloren habt. Das ist in der Regel etwas Trauriges und Schlimmes. Es kann aber auch verbunden sein mit etwas, ich will nicht sagen Erfreulichem, aber mit etwas Überraschendem, dass man vielleicht durch den plötzlichen Tod von jemandem, den man gar nicht so gekannt hat, eine riesen Erbschaft bekommen hat. Beispielsweise, das gehörte auch zum Thema plötzlicher Tod. Also, wenn ihr darüber mit mir sprechen wollt, könnt ihr euch auch schon heute anmelden unter domian@wdr.de. Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, plötzlicher Tod. Wen haben wir denn jetzt hier? Hannelore ist hier. Die Hannelore, 53. Hallo Hannelore. Ja, hallo Domian. Ja, hallo. Schön, dass ich irgendwann mit dir sprechen kann. Ja, schön, dass du da bist. Ja, richtig. Erstmal muss ich mal zu den zwei vorherigen anrufen. Muss ich irgendwie loswerden, weil ich das ja verfolgt habe am Telefon. Also Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Ja. Ein schöner Spruch, ein oft gehörter Spruch, aber er stimmt, ne? Ja, der stimmt, weil ich selber auch mal sehr eifersüchtig war. Eifersucht kann alles kaputt machen. Ja, genau, genau. Und das ist ja auch oft, dass man kein Selbstwertgefühl hat. Mhm, und das habe ich jetzt bei der anderen Anruferin eigentlich auch wieder mitgekriegt. Die sucht ja auch irgendwie wieder irgendwo was Selbstwertgefühl. Aber jetzt zu meinem Thema. Jetzt zu dir, genau. Ja, und zwar, ich habe Uri Geller gesehen. Nein, ich habe es auch nie gesehen, im Fernsehen oder live? Im Fernsehen. Im Fernsehen. Im Fernsehen. Also, hast du auch gesehen? Ja, leider nur den Schluss. Und ich hätte so gerne mal so ein Experiment mit dem Löffel gemacht. Und dann, ich habe nur eingeschaltet, als es um die Uhren ging. Und eine kaputte Uhr habe ich nicht zu Hause. Und da konnte ich nicht mitmachen. Ja, aber ich habe beides gemacht. Und? Muss ich dir dazu was erzählen? Ja, bitte. Und zwar, ich brenne darauf. Das erste Experiment war ja mit dem Löffel. Und dazu muss ich auch noch was ganz anderes sagen. Vor 30 Jahren habe ich das auch schon mitgemacht. Ich bin ja mittlerweile schon 53. Und das habe ich mit 22 gemacht. Habe ich auch schon so leicht übersinnlich gedacht, ist gar nichts passiert. Ja. Und diesmal mit dem Löffel. Ich hatte den Löffel in der Hand und habe den gehabt zwischen Daumen und Zeigefinger. Ja. Und habe ich mir so gedacht, ich mache das, die ganze Geschichte mal so mit. Und hast du gerieben an dem Löffel, ne? Ich habe gerieben, genau wie du das jetzt eben zeigst. Genau so. Und wenn das hier der Löffel wäre, so gerieben, ne? Ja, gerieben. Genau. Plötzlich ist der ganz weich geworden. Und ich war aber auch so fasziniert und ich habe den so gebogen. Dachte ich, oh Gott, der ist ja weich. Vielleicht bildet sich das alle nur ein. Und dann war dieses Experiment ja auch irgendwo zu Ende. Und mein Löffel ist umgebogen. Und nachher habe ich versucht, den anders hinzubiegen. Ja. Aber es ging nicht mehr. Weil das Material so hart war? Bitte? Weil das Material so hart war, dass es nicht mehr ging. Ja, also ich dachte, ich spinne irgendwie. Aber ich denke mal, das war irgendwo, es gibt Sachen zwischen Himmel und Erde, ich weiß ganz genau, ich verfolge deine Sendungen ja schon seit Jahren. Ja. Ich glaube fast von Anfang an irgendwie und bin ein ganz großer Fan von dir. Aha. Und du glaubst ja an solche Sachen überhaupt nicht. Na, Vorsicht. Nee, so kann man es nicht sagen. Ich bin da immer sehr skeptisch, aber ich glaube auch, dass es Dinge, unerklärliche Dinge gibt, gerade im parapsychologischen Bereich. Die gibt's, glaube ich. Ja. Und mit dem Uri Geller, deswegen war ich ja so wahnsinnig enttäuscht, dass ich zu spät eingeschaltet hatte, weil ich das auch so gerne ausprobiert hätte. Dann wäre ich endgültig belehrt. Hat er eigentlich diesmal auch wieder dieses Experiment gemacht mit Löffel auf den Fernseher oben drauf legen? Ja, das hat er auch gemacht. Das habe ich aber nicht mitgemacht. Ich war da irgendwie ein bisschen skeptisch von vornherein. Also ich wie gesagt, ich bin zwar offener geworden als vor 30 Jahren für diese Dinge, aber doch immer noch so ein bisschen mit Skeptik. Aber Hannelore, wenn mir das passiert wäre, was du gerade geschildert hast, ich habe einen Löffel... Es war keiner dabei. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Ja. Wenn ich das meiner Tochter erzähle, die ist mittlerweile 8,
28. Ja. Du denkst dir dann, die Alte spinnt. Ja. Du hast gerade auch angedeutet, du hast auch mit Uhren experimentiert. Ja, und zwar ist es eine Uhr gewesen. Ich habe vorher noch meinen Lebensgefährten angerufen, habe gesagt, ich mache das jetzt mit. Mhm. Ich wohne mit dem nicht zusammen. Wir haben so eine ganz neue Beziehung, nur am Wochenende sehen und so ist besser. Wir ja. sind seit 10 Jahren zusammen. Übrigens eine tolle Sache, dass man nicht andauernd aufeinander sitzt. So. Ist ein anderes Thema. Ja, ja. Gut. Okay. Und da hat er gesagt, das wird nicht funktionieren, weil in der Uhr keine Batterie mehr drin ist. Ja, genau. Gut, es hat ja auch nicht funktioniert, aber diese Uhr ist 5 Minuten trotzdem gegangen. Die stand, ist irgendwann stehen geblieben, auf 7:10, ist auf 7:05 dann wieder stehen geblieben. Obwohl keine Batterie drin war. Obwohl keine Batterie drin war. Normalerweise müsste ja... Was ist das denn bloß? Was hat denn der für eine Kraft, dieser Mann? Nein, der Mann hat nicht die Kraft. Du hast die Kraft. Nein, ja auch. Ja. Aber diese Massensuggestion. Mhm. Es saßen ja Massen von Leuten, die da dran geglaubt haben. Und ich denke, es gibt da irgendwie so eine Massensuggestion. Wenn du selbst eine Skeptikerin auch warst früher und du das jetzt erlebt hast, hat dich das nicht sehr so doch in den Grundfesten erschüttert? Mich würde das erschüttern. Nein, es war noch eine andere Sache. Ich habe vor ein paar Jahren, ich war 41, da habe ich mein Examen gemacht. Ja. Und vorher... Mit 41? Examen als Krankenschwester. Ach so. Mit 41. Sehr spät, ne? Bitte? Ich sag sehr spät, aber toll, ja, dass du es gemacht hast. Die ganze Vorgeschichte ist ein anderes Thema. Ja. Aber da ist mir auch gesagt worden, man muss nur dran glauben und dann schafft man es auch. Also, Uri Geller. Wenn man an irgendeine Sache dran glaubt, das hat mit Uri Geller nichts zu tun, denke ich mal. Es hat nur damit was zu tun, man muss an sich selber glauben. Ja, das sind immer so schöne Sprüche. Aber ich möchte das auch mal erleben. Ich möchte es einfach mal erleben. Ich habe es ja auch gedacht. Ich spinne. Es war ganz verrückt. Domian, ich muss dir das nochmal beschreiben. Dieser Löffel war ganz hart. Das ist ein Teelöffel nur gewesen. Ja. Und ich habe auch vorher versucht schon zu drücken. Ja. Und indem dieses Experiment lief, ist der so weich geworden, Wahnsinn. Weißt du, so wie Wachs oder Knetgummi oder sowas. Ja. Und dann ging das so, so ganz leicht. Und hinterher war er stahlhart wieder. Ja, ich habe dem versucht, noch irgendwie weiterzubiegen. Und ich habe in dem Moment, wo ich ihn gebogen habe, habe ich gedacht, ich biege ihn jetzt nicht so weit. Weißt du, was mich so bremst bei diesem Uri Geller? Ich habe dann bestimmt 40% der Show gesehen. Warum macht der so eine, ja, für mich fast schon billig wirkende, der hat so eine billig wirkende Show-Attitüde. Der hampelt da rum und das nervt mich alles. Das müsste ja alles gar nicht sein. Dadurch wird er für mich unglaubwürdig, obwohl ich das schon irgendwie glaube, was er da macht. Ja, genau, das hat mein Lebensgefährte auch gesagt. Wie eine amerikanische Show. Ich mochte da gar nicht hingucken. Das Feedback von meinem Lebensgefährten, der glaubt zwar an solche Sachen, aber hat gesagt, der hat ja so eine Show gemacht. Ja, irgendwie. Warum hampelt er so viel rum dabei? Warum verzieht er ständig das Gesicht irgendwie übertrieben? Und Stefan Raab hat sich heute auch köstlich über ihn lustig gemacht. Habe ich leider nicht gesehen. Ja, also ich... Aber es hat funktioniert. Ich glaube es dir wirklich. Es war keiner dabei. Und wie gesagt, vor 30 Jahren habe ich schon mal versucht. Ja. Da ist es nicht gelungen. Und das Resümee dafür mich ist, mit Willenskraft. Uri Geller hat das nicht gemacht, wie du das vorhin schon mal so kurz gesagt hast. Ja. Eigentlich ist es vielleicht die eigene Kraft, die das da irgendwie irgendwelche Schwingungen. Also die eigene Kraft oder wie du es gerade gesagt hast, auch diese Massenkraft, ne? Ja. Das ist also irgendwas ist dran. So, wenn man jetzt in die Kirche geht, dann also ich bin katholisch und früher als Kind bin ich oft in die Kirche gegangen. Wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich immer so ein tolles Gefühl gehabt. Vielleicht kann man es wirklich vergleichen. Das sind diese Kräfte, die dann wirken, wenn irgendwelche Leute an irgendwie die gleichen Sachen glauben, dann wirkt sich das positiv aus. Und vor allen Dingen, was er aber auch gesagt hat, man muss positiv denken. Ja. Wenn man positiv denkt, kann man alles gewinnen. Bloß er hat gesagt, Lotto gewinnen könnte er damit auch nicht machen. So, ich harre der Dinge, dass er irgendwann wieder im Fernsehen auftritt und dann will ich dabei sein und ich will es auch endlich mal erleben. Mann, Mann, Mann. Dir glaube ich es. Ich danke für deinen Anruf.
Ich muss noch was dazu sagen. Deine Show ist toll. Danke, hallo. Ich freue mich auch auf Ralf Morgenstern. Ist ja auch ein ganz toller Typ. Ja. Diese ganze Geschichte mit Nachtklatsch und so, gucke ich mir auch immer an. Kaffeeklatsch. Finde ich ganz super. Ja. Freue mich richtig drauf und dir wünsche ich alles Gute. Dann bist du bei uns auch am Samstag, wenn wir die Sendung haben. Ja, sicher. 23:45. Also bei euch nicht, aber dabei halt. Am Fernseher. So, liebe Hannelore. Ich bin ganz großer Fan. Und noch eine allerletzte Frage. Ja. Hast du jetzt endlich mal irgendwie andere Autogrammbilder oder immer noch die mit der Mütze? Wir arbeiten ganz heiß dran im Moment. Wir arbeiten ganz heiß dran. Ich sag Bescheid. Ja. So, liebe Hannelore, alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Dito, ne? Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 Telefonnummer und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Wen haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir André. 28 Jahre. Hallo André. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, schön, dass wir uns sprechen. Ja. Hätte ich gedacht. ich bin seit einiger Zeit wieder oder seit kurzer Zeit wieder neu in der Partnerschaft und fühle mich auch soweit wohl und das klappt alles prima und ist auch super spannend und aufregend und ich habe nur ein Problem, was ich als Problem sehe, und zwar ich treffe mich regelmäßig mit Prostituierten. Wie lange bist du denn jetzt in der neuen Partnerschaft? Seit ganz kurzfristig, also noch nicht lange. Ja, was heißt das, ein Monat oder was? Ja, so ungefähr, genau. Ein Monat. Mhm. Und triffst dich trotzdem mit Prostituierten? Mhm. Hast du das vorher auch gemacht? Ja. Mhm. Das mache ich schon seit meinem 18. Lebensjahr. Also süchtig danach? Ja, süchtig würde ich nicht sagen, aber das hat für mich immer so einen gewissen Reiz, so das Verbotene, und irgendwie finde ich das immer wahnsinnig prickelnd. Seit dem 18. Lebensjahr, du bist jetzt 28, ich gehe mal davon aus, dass es zwischendurch auch mal Beziehungen gab. Ja. Hast du es da auch während den Beziehungen auch gemacht? Bei Gelegenheit, ja. Ja, also diese absolute Treue hast du noch nie erlebt? Gelebt? Nee, noch nicht wirklich, nee. Mhm. So, jetzt bist du frisch verliebt seit einem Monat. Das ist ja immer so eigentlich die tollste Zeit, wenn man so frisch verliebt ist. Richtig, ja. Dann finde ich auch so. Ja, ist man im siebten Himmel. Ja. Und trotzdem gehst du zu Prostituierten. Warum? Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, was mich wirklich reizt, ist halt dieser Kick. Okay, das kann ich verstehen. Aber ich kann es nicht verstehen in der Phase der ganz frischen Verliebtheit. Ja, das ist, wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, zu Hause sitze oder sowas, dann kommt das hoch. Dann gucke ich im Internet auf irgendwelchen Seiten rum und dann macht mich das an und möchte dahin fahren. Deswegen habe ich gerade schon spontan und auch bewusst das Wort Sucht gebraucht. Wenn du das seit deinem 18. Lebensjahr machst, warst du also seit 10 Jahren bei Prostituierten. Wie viel Mal weißt du gar nicht, wie viel Mal du da warst? Nee, also ich weiß nicht, was ich da schon verballert habe, aber einiges. Genau, und dann kommt das ganze Geld auch noch dazu. Also du warst irre oft schon bei Prostituierten. Mhm. Kann man da nicht von Sucht reden? Ich denke, dass ich das schon kontrollieren könnte. Hast du es mal versucht? Aber ich wehre mich dagegen auch nicht. Ja, also du hast es noch nie versucht, das mal runterzufahren. Ich hab's, wie gesagt, auch schon mal, ich habe schon mal ein Jahr ausgesetzt oder zwei. Ach, das schon? Ja. Und das ging dann auch? Das ging dann auch, ja klar. Mhm. Aber trotzdem, das irgendwie macht mich das an. Mhm. Aber wenn du ein Jahr ausgesetzt hast und das ging auch schon, du sagst, ja klar ging das. Warum versuchst du es denn nicht jetzt in deiner frischen Liebe auch erstmal runterzufahren oder ganz, ganz sein zu lassen? Mhm. Warum? Ja, ist schon richtig, ja, aber dann kommt halt immer wieder zwischendurch dann, ich bin eigentlich so ein relativ spontaner Mensch und Emotionsmensch und dann, ja, dann... Ja gut, klingt im ersten Moment immer positiv, wenn man das sagt, aber in diesem Fall ist es negativ. Ja. Du bist ein erwachsener Kerl von 28, mhm, der ja auch ein bisschen über sich bestimmen sollte können. Mhm. Warum machst du es nicht? Du gefährdest ja diese neue Liebe. Ja. Ist die Liebe wichtig für dich, diese neue Liebe? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine tolle Sache. Ja. Die Frau würde aus allen Wolken fallen, wenn sie es erfahren würde. Mit Sicherheit, ja. Es kann sein, dass sie sagen würde, komm, vergiss es. Ja. Das riskierst du alles? Wenn du es schon geschafft hast, das finde ich ja ganz interessant, wenn du mir erzählst, ich habe es schon mal geschafft, ein ganzes Jahr da nicht hinzugehen. Ja, vor allen Dingen, ich bin eigentlich auch, das habe ich jetzt mittlerweile an mir kennengelernt, ich bin eigentlich ein Frauentyp. Also ich habe keine Hemmungen und keine Probleme, irgendwie mit Frauen in Kontakt zu treten, überhaupt nicht. Ja. Trotzdem gehe ich dahin. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie jetzt unattraktiv wäre oder sonst was. Nein, nein, du hast es mir gar schon erklärt. Das ist dieser Thrill, das... Genau. Das Unbekannten. Das Unbekannten, vielleicht ein bisschen Verbotenen, Anrüchigen, genau, und genau, so weiter. Du könntest deinen Sex auch immer woanders dir holen können. Ja. Ne? Ja. So, aber das war mir früher vielleicht nicht so bewusst, aber mittlerweile ist es mir bewusst und trotzdem gehe ich dahin.
sein. So, aber jetzt frage ich das nochmal. Wenn du schon einmal ein Jahr geschafft hast, warum tust du es jetzt nicht für deine neue Beziehung? Warum bemühst du dich nicht wenigstens? Offensichtlich bemühst du dich ja auch nicht. Nee, weil ich da zu lasch bin einfach mit mir dann in dem Punkt. Ja, das ist doch schlimm, oder? Weiß ich nicht, ob das schlimm ist. Ja, finde ich schon schlimm. Dann sage ich jetzt ganz böse, dann würde es dir eigentlich recht geschehen, dass deine Freundin das bald mitbekommt. Und du endlich mal einen Richter auf den Deckel kriegst. Mhm. Finde ich schon. Also wenn du jetzt so süchtig wärst, dass du sagst, ich muss da unbedingt, ich kann gar nicht mehr anders. Aber so ist es ja nicht, wenn du das schon... Ich glaube, du lässt dich einfach gehen. Genau, ne? In dem Punkt ja. Ich bin eigentlich sonst gar nicht so ein Mensch. Nee, man kann sagen, ich bin ein spontaner Mensch, man kann es auch anders ausdrücken, ich lasse mich gehen. Ja. So, es ist eine Frage der Disziplin. Was ist dir wichtiger? Ist dir deine Frau, deine neue Liebe wichtiger? Ja, da setze ich irgendwie die Prioritäten nicht so. So, die musst du setzen. Ah, irgendwie krass. Ja. Ja, das ist krass, aber das ist halt immer wieder mal so im Leben, dass man irgendwie nicht auf allen Hochzeiten tanzen kann, dass man nicht allen Gelüsten nachgehen kann. Du bist doch auch halber Psychologe, was sagst du aus der Sicht? Ich bin kein halber Psychologe. Ich bin nein. Ich sag's dir nur als ganz normaler Mensch, so ja. Wie ich es dir als Freund auch sagen würde, wenn wir uns kennen würden. Ja. Tritt dich in den Arsch, tu es für deine neue Freundin. Ah, ja, lass die Finger davon. Ja, eigentlich habe ich auch einen Grund dazu, weil die ist ganz klasse. So. Ja. So. Na? Ich würde das auch gar nicht zu einem großen psychologischen Problem hochstilisieren. Du bist das. Du hast es in der Hand. Mhm. Ja. So. Und jetzt unterhalten wir uns in einem halben Jahr nochmal und dann will ich wissen, wie es gelaufen ist. Alles klar, Lorenz. Ich rufe dich an. Danke für das Gespräch. Tschüss. Danke, ciao. 0800 220 5050. Wenn ihr mich sprechen wollt, dann müsst ihr diese Nummer wählen. Und hier ist Julia. Die hat die Nummer gewählt. Die ist 23. Hallo Julia. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, mein Freund hat Erektionsprobleme. Mhm. Dein Freund heißt, wie ich hier lese, Oliver. Genau. Hier steht nämlich bei mir Julia 23 plus Oliver 25. Genau, ja. Ihr beiden seid da zusammen am Telefon. Ja. Ja. Könnt ihr gleichzeitig sprechen oder musst du den Hörer hin und her? Nee, ich muss ihn dir geben. Du musst es ihm mir geben, oder? Ja. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind also fast einen Monat zusammen. Ach, so frisch. Oh. Ja. Auch noch in der Schmetterling, ich habe Schmetterling im Bauchphase. Ja, ja, genau. Und dann schon Erektionsprobleme. Ja, ja. Habt ihr überhaupt schon einmal richtig miteinander geschlafen? Ja, zweimal. Zweimal. Und nach dem zweiten Mal, also das dritte Mal ging gar nichts. Dann gib ihm mal gleich mal den Oliver. Okay, alles klar. Ja. Ja. Ja, hi Oliver. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch gierig. Also, einen Monat erst zusammen. Ja. Ihr beiden, ja. Ihr beiden Süßen. Ja. Wie kommt's? Hast du eine These? Hast du eine Überlegung? Ich habe, also vorweg, ich, das ist ein hartes Wort, Erektionsproblem. Ich sehe das überhaupt nicht so weit. Ach, wie siehst du es denn? Ja, das ist so eine Kopfsache, weil da sind einige Sachen halt passiert oder ich habe die so wahrgenommen, für mich so interpretiert, weißt du, dass das, ich hab keinen Kopf dafür, weißt du. Was sind denn da für Sachen vorgekommen? Also als wir noch relativ in der ersten Woche, dann habe ich halt meine Hand da hingetan. Ja. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, so eben verstehe ich es. Ja, okay. Na, okay. Und dann hat sie die Hand weggezogen. Ja. Ja. Da habe ich mir schon gedacht, vielleicht, keine Ahnung. Nein, also du hast die Hand bei ihr hingetan. Nee, bei mir. Ach, bei dir? Ihre Hand bei mir. Ihre Hand bei dir? Ja. Dann hat sie sie direkt weggezogen. Sie möchte das nicht. Mhm. Kann ich verstehen, vielleicht noch Kennenlernphase und hast du nicht gesehen, ne? Aber ihr lagt schon im Bett zusammen. Ja, sicher. In der Situation. Ja, klar, klar. Ja. Und dann irgendwie, als es dann, als wir eigentlich schlafen gehen wollten, meinte sie so, ja, der ist irgendwie so komisch. Ja. Ist er komisch? Nee, nein. Gib mir ganz schnell Julia und dann reden wir wieder weiter. Ja? Du hast mitgehört, ne, was Oliver gerade gesagt hat. Ich hab's gehört, ja. Ja, du bist vor seinem Penis zurückgeschreckt. Genau. Warum? Ja, ich weiß es nicht. Also es hat sich so, keine Ahnung, so komisch angefühlt. Hast du nicht? Also ich nur angefühlt, du hast ihn auch gesehen mittlerweile. Ja, genau. Ist er irgendwie für dich komisch? Ist er krumm oder seltsam gebaut? Nein, der ist einfach, also er sieht für mich nicht so aus, als wäre er richtig steif. Mhm. So richtig hart. Und das schreckt mich voll ab irgendwie. Ich weiß nicht, ich konnte das kann man ja nun mit Fühlen schnell herauskriegen, ob es so ist.
Ja, habe ich ja auch. Aber? Deswegen habe ich ja meine Hand zurückgezogen, wo er sie, ne? Ja, also ja. Es klang jetzt für mich im ersten Moment so, als wärst du irritiert oder vielleicht sogar so ein bisschen, naja, angeekelt will ich nicht sagen, aber abgestoßen. Ja, genau. Ah ja, aber warum abgestoßen? Selbst wenn er nicht völlig irrigiert wäre, dann ist man doch nicht abgestoßen. Ja, weil ich das nicht, ich kenne sowas nicht. Also meine Partner davor hatten halt, ja, die haben mich angesehen und mich geküsst und der war schon richtig hart. Okay, mag deine Erfahrung sein, aber deshalb ist man noch nicht, schreckt man noch nicht zurück. Dann kann man noch ein bisschen sich drauf einlassen und das wird schon werden. Ja, so aber das ist halt passiert und jetzt irgendwie, ich weiß nicht, jetzt hat er... Auf dem Zeitpunkt gegangen. Okay, jetzt gibst du mir den Oliver nochmal, Julia. Ja. Okay. Ist ja ein bisschen krass, ne? Wenn man da als Mann dann so eine Reaktion mitbekommt. Ja. Würde mich an deiner Stelle auch irritiert haben. Ja, also ich denke an nichts anderes mehr. Das heißt, wehe, das klappt jetzt beim nächsten Mal nicht, was ich meine. Also sie hat ja jetzt offensichtlich nicht eine Kritik an der Optik oder so. Nee. Darum geht's nicht, ne? Nö. Sie kritisiert nur, dass er in dem Moment nicht genau so standhaft war, wie sie sich das gewünscht hätte. Ja, wir waren nicht mal beim Akt dran. Es geht ja nicht mehr um die Standhaftigkeit. Ja, aber so hat sie es gerade erzählt. So hat sie es gerade begründet, dass sie deshalb zurückgestreckt ist. Ja, weil er vielleicht, ja, nicht ganz... Ja, noch nicht, sagen wir noch nicht. Ja, auf dem Weg. Genau. Ja, irgendwie. Ja, so. Ja, dann sind aber noch andere Sachen passiert. Ja, erzähl mal. Hm? Wir haben uns gezofft. Mhm. Das gehört ja dazu irgendwo und es kann ja nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen sein. Darüber gezofft oder über was anderes? Weiß ich gar nicht, auf jeden Fall haben wir uns gezofft. Ja. Und da sagt sie, boah, du ekelst mich voll an, fass mich gar nicht mehr an und überhaupt nicht und alles und und was, dann hat sie noch von ihren Ex-Freunden erzählt, weißt du, und dann... Wie toll die waren, was für stramme Burschen die waren? Ja, nicht mal unbedingt, aber dann ist irgendwie direkt der Vergleich und... Ja. Dann, und seitdem bist du ein bisschen durch den Wind. Ja, das kann man so sagen. Ich hatte das schon mal vor ein paar Jahren, dann hat auch eine Ex-Freundin gesagt, so aus... Das war mehr so aus Spaß, ja, du bringst sie nicht, weißt du? Ja. Dann ging das einen Monat so, dann... Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest. Also nicht Erektionsproblem oder irgendein Spruch, der dich aus der Bahn geworfen hat. Aber du hast da nicht den Kopf frei. Nee, hatte ich noch nicht, Gott sei Dank. Aber ich kann es gut verstehen, dass man als Mann da umgehauen wird. Wenn ja, die das, Frauen das, das, solche Giftpfeile... Du öffnest den Boden und du fällst. Du fällst. Das, ja, ja. Das ist dann... Das heißt, so generell für dich und in der Vergangenheit und wenn du für dich alleine bist, hast du null Erektionsprobleme. Nein! Null. Da läuft alles wunderbar wie am Schnürchen. Ja, sicher. Das liegt jetzt daran, dass sie sich so nach deinem Geschmack ein bisschen seltsam verhalten hat. Das Problem ist, glaube ich, immer das Verhalten oder sie oder sonst wo. Das Problem ist, ich komme aus dem Denken gar nicht mehr raus. Ja, aber gut, das... Was wäre, wenn wir jetzt wieder intim würden? Ja. Was wäre... Ja gut, aber das ist ja zurückzuführen auf ihr etwas befremdliches Verhalten. Ja, sicher. So, Oliver, gib sie mir nochmal bitte. Ja? Julia. Ja. Wie sich das jetzt anhört, bist du die Schuldige? Ja, irgendwie schon. Was ist denn da los? Findest du ihn, so ganz ehrlich jetzt, ich meine, man muss es ja ehrlich besprechen, ja. Sonst hat es ja gar keinen Sinn, ihr seid ja so frisch zusammen. Findest du ihn attraktiv, deinen Freund? Ja, schon, doch. Findest du ihn sehr anziehend? Ja. Ja. Du bist auch mit seinem Geschlechtsteil zufrieden, eigentlich? Eigentlich, ja. Eigentlich schon. Ja. So. Ja, Mensch, jetzt gib ihm und dir und euch doch mal eine Chance. Jeder Mensch funktioniert anders, jeder Mann funktioniert anders, so wie jede Frau auch anders funktioniert. Ja. Wenn du andere Erfahrungen mit Typen bisher gemacht hast, okay, dann hast du halt solche Erfahrungen gemacht. Mit Oliver läuft's anders. Jetzt ist er natürlich irgendwie, er hat sich zurückgezogen und ist verschreckt und ist verspannt. Kann man nachvollziehen. Jetzt musst du den Schritt auf ihn zumachen und die Vertrauensbasis wiederherstellen. Versuch einfach wirklich das Ganze langsam sich zu entwickeln. Lass ihn kommen. Bau ihn auf wieder. Und versuch diesen Knoten der Verspannung aufzuholen, indem du dich wirklich sehr um ihn kümmerst und, dich auch um ihn bemühst. Und wenn das nicht gleich dann sofort klappt, dann ist es auch nicht schlimm. Dann ist es nicht schlimm, dann ist es okay. Das wird schon wieder werden. Der ist ja gesund. Das Problem ist ja dann, dass ich dann wiederum denke, so, ja, jetzt wäre nur ein Team und dann wird das wieder nichts und dann, das liegt dann an mir. Also ich gebe mir dann die Schuld und er findet mich vielleicht unattraktiv oder sowas. Und davor habe ich Angst, deswegen will ich das jetzt nicht. Was willst du nicht?
Ja, mit ihm jetzt zum Beispiel intim werden. Ach, du bist nicht mit ihm intim werden? Ja, weil ich davor Angst habe, dass das wieder halt ne, nicht klappt. Und du wiederum Angst hast, dass, genau. dass du denken könntest, es liegt an dir. Ja. Das wäre absurd jetzt, ne? Das wäre wirklich völlig absurd, das Ganze. Jetzt gib mal mit den Oliver noch. Ja. Jetzt müssen wir mal hier Tacheles reden. Ja. Also, verzwickter geht's ja gar nicht mehr. Jetzt, ja, das ist ja nicht das einzige Problem, Domian. Pass auf, das Problem sagst du mir gleich. Ich muss jetzt eine klare Frage stellen. Du findest deine Freundin Julia ja. auch attraktiv und... Nein. Bitte? Nein. Nein! Attraktiv, das ist die absolute Traumvorstellung. Ja, na gut. Das ist noch zu harmlos ausgedrückt. Okay, so, das wollte ich nur wissen. Das muss ich erstmal als Grundlage noch wissen. Mhm. Du wolltest gerade noch was anderes erzählen. Ja, das Problem ist, nicht das Problem, das ist in meinen Augen keine normale Beziehung, verstehst du? In meinen Augen ist das die absolute, man sagt immer wahre Liebe, das ist sogar das Top, das, weißt du, was ich meine? Ja, also so, es ist auch schon alles sehr kompliziert nach eurem einen Monat, den ihr zusammen seid. Ja, aber das ist auch... Weißt du, ich meine, das ist einfach mehr als nur zusammen zu sein. Okay, so. Oliver, jetzt gibt's noch mal Julia. Von dir verabschiede ich mich schon mal. Ja. Du kannst ja noch mithören, was ich jetzt sage. Ja. So, Julia. Du hast gerade gehört, was er von dir gesagt hat, dass du die absolute Topfrau bist. So, jetzt wollen wir mal hier keinen Kindergarten machen. Ja. Ne? Ihr seid zwei erwachsene junge Leute. Ihr steht letztendlich beide aufeinander. Da ist eine Sache ein bisschen blöd gelaufen, sexuell, im Moment. Ja. Jetzt mach du bitte nicht zu. Wenn du jetzt zumachst, dann funktioniert gar nichts mehr. Mhm. Jetzt lass dich auf die nächste Intimität ein. Mhm. Oliver wird es auch machen. Und lasst euch verdammt viel Zeit. Und verwöhnt euch miteinander, spielt miteinander, macht tolle Sachen. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, klappt es beim zweiten oder dritten Mal. Wenn ihr beide euch wirklich lieb habt, werdet ihr dieses Problem in den Griff bekommen. Dann ist das nämlich überhaupt kein Problem mehr. Dann war es nur eine anfängliche Irritation. Mhm. Und erzähl ihm auch nicht immer Sachen von früher von anderen Freunden. Ja. Das will man als Freund dann gar nicht hören. Ja, man will es nicht hören. Er ist jetzt dein Freund und er ist der Star in deinem Leben. Mhm. Ne? Und dann lasst euch aufeinander ein. Und klarer geht es ja nicht mehr. Du findest ihn scharf und er findet dich scharf. Mhm. So, was wollen wir mehr? Und jetzt ran an den Speck, ne? Okay. Alles Liebe. Ja, danke. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Yvonne, wo haben wir sie? Hier, 36. Hallo, Yvonne. Hallo, ich bin 36, Fernfahrerin. Ja. Was bist du? Fernfahrerin. Ja. Ich höre es fast schon. Fährst du gerade? Ja. Ich hoffe, mit einer Freisprechanlage. Ja, genau. Das ist sehr schön. Wo bist du gerade? Ich bin jetzt gerade auf dem Weg von Solingen nach Köln zum Laden. Von Solingen nach Köln. Und die Situation auf der Straße okay? Ja, also alles frei. Alles frei, auch kein Glatteis, ne? So kalt ist es nicht. Nee, das hat vorige Woche. Ja, und wird den nächsten Tagen wird es wieder kalt, habe ich gehört. Ja. Ja. So, Yvonne, dein Thema. Julia, ich habe eigentlich jetzt mal jemanden gesucht zum Reden. Und zwar geht es darum, dass bei mir in den letzten zwei Monaten mächtig viel zusammengekommen ist. Mhm. Was irgendwo mich ein bisschen runterzieht. Was ist denn da zusammengekommen? Na, ich hatte vor knapp drei Monaten, was es war, einen schweren Unfall. Ja. Bei dem meine beste Freundin verunglückt ist. Die ist zwei Tage später gestorben, also nach dem Unfall. Ein Unfall mit dem LKW? Nein, nicht mit dem LKW, mit dem PKW. Das war nachts, wir kamen von Bekannten. Mhm. Und da ist uns ein 18-Jähriger, hat uns die Vorfahrt aus Deutschland Sacht genommen und... Mhm. Dabei ist es passiert, ja. Und ihr beide wart allein im Auto? Wir waren beide allein im Auto. Und deine Freundin ist dabei gestorben? Die ist zwei Tage später im Krankenhaus gestorben. Mhm. Dann ging es ja nun weiter. Mein Vater ist letzte Woche gestorben, ganz plötzlich. Mhm. Kurz vor der Silberhochzeit meiner Eltern. Mhm. Ja, nun versucht aber irgendwie die Staatsanwaltschaft oder die gegnerische Partei mir fahrlässige Tötung anzuhängen. Bei deinem Vater gegenüber? Nein, meiner Freundin gegenüber. Ja. Ja, und jetzt kommt nur alles aufeinander. Und warum? Wenn du, wie du das gerade geschildert hast, warst du doch überhaupt nicht schuld daran. Nein, aber die behaupten, dass ich eigentlich diesen Unfall verhindern hätte können, irgendwie, was einfach nicht möglich gewesen wäre. Aha. Weil so wie auf uns zugeschossen kam, konnte man nichts mehr ändern. Mhm. Ja, und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, es ist ein Freund von mir. Wer? Der Staatsanwalt oder was? Nein, ein privaten Freund. Und zwar habe ich nämlich seit über 10 Jahren jetzt endlich mal einen vernünftigen Menschen wieder kennengelernt, mit dem ich auch eine Freundschaft aufgebaut habe. Ja. Aber das Schlimmste ist, dass ich an ihm nun meinen ganzen Frust auf irgendeine Art abgelassen habe. Ja, ich verstehe. Das sind drei verschiedene Themen. Da ist der Freund, da ist der Tod deines Vaters und dieser schwere Unfall. Genau, aber das kam nur alles aufeinander zusammen und an ihm habe ich es ausgelassen. Und was heißt auslassen? Er hat
sehr viel Verständnis gehabt, aber ich habe ihm nur irgendwelche Sachen an den Kopf geschmissen, zwecks Freundschaft und eigentlich alles irgendwo in ganz blöden Sachen, was man eigentlich Blödsinn Kinderkram nennen könnte. Wie lange seid ihr denn zusammen? Wir sind nicht zusammen, wir sind Freunde. Ach so. Ich hab ihn hier auf Arbeit kennengelernt. Ja. Wir haben oft Zeit miteinander verbracht. Wann hast du ihn kennengelernt? Im Juli. Ja. Und wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Also ich habe ihn lieb gewonnen. Also es ist nicht dein Partner, sondern einfach ein guter Busenfreund. Ist ein sehr, sehr, sehr guter Freund, kann man sagen. Ja. Und inwiefern hast du dich denn jetzt da? Mach das noch ein bisschen konkreter. Wie hast du dich da nicht korrekt verhalten? Nun ja, ich habe ihm Vorhaltung gemacht, dass es eben so, wie es mit uns ist, ganz komisch. Weil er hat mir auch mal gesagt, dass er mich lieb hat und danach hat er sich zurückgezogen und hat mich nun noch mehr verletzt in dem Punkt jetzt insgesamt. Würdest du denn gerne mit ihm zusammen sein, richtig? Ein Paar? Also beziehungsmäßig nicht. Nein, würde er das denn gerne? Das würde nicht funktionieren bei unserem Job. Würde er das denn gerne wollen? Nein, also in dem Punkt waren wir uns einig, dass sowas überhaupt nicht in Frage kommen würde. So, jetzt habe ich aber immer noch nicht verstanden, was du mit ihm gemacht hast, was du bereust. Ja, ich habe ihn mehr oder weniger gekränkt. Wie? Per SMS, per Anrufe, genervt, ständig eben. Ja, was hast du denn, was hast du denn gesimst? Was war denn da das Kränkende? Ja, sagen wir mal so, vielleicht weniger gekränkt, aber mehr genervt. Weil ich ihn ständig eben angerufen habe, um einfach nur mit ihm zu reden, aber er hat vielleicht anders verstanden und er hat nur zum Schluss gedacht, dass ich eigentlich mehr auf eine Beziehung raus wollte. Achso, aber was ich eigentlich gar nicht wollte. Aber bei dir war es eben dein emotionaler Stress, in dem du jetzt hängst, durch den tödlichen Unfall und durch den Tod von deinem Vater. Genau. Und da hast du dich einfach jetzt vielleicht zu sehr an ihn rangehängt. Genau. Und er missinterpretiert das jetzt, dass du auch noch mehr von ihm willst. Habe ich so richtig verstanden? Genau. Na gut, aber das kann man doch in einer guten Freundschaft mal klärend sagen. Pass mal auf, tut mir leid. Mir steht der Kopf so, ich bin so durch den Wind aufgrund dessen, was gerade passiert ist. Verzeih mir, dass ich dich so belatscht habe. Und ich will auf keinen Fall eine Beziehung. Ich will nur unsere Freundschaft behalten. Kannst du das nicht so einfach sagen? Tja, das ist alles irgendwo schiefgelaufen. Und da ist jetzt so Seitendrang, absolute Funkstille. Also. Das heißt, das kommt jetzt als Belastung für dich auch noch dazu? Dass diese Freundschaft sich voraussichtlich auch noch erledigt hat. Hast du denn sonst noch jemanden, mit dem du... Das Einzige ist meine Tochter, aber die ist selber jetzt in diesem ganzen Stress, weil ich bin ja nur unterwegs. Ja, wie alt ist die Tochter? Meine Tochter ist 17, wird demnächst 18, aber die hat jetzt mit der Beerdigung, weil meiner Mutter geht es auch nicht gut dadurch. Ja. Meine Tochter kümmert sich um meine Mutter, um die Beerdigung und alles drum. Also da ist aber jetzt auch alles aufeinander gekommen. Und alles aufeinander mit einmal. Furchtbar. Und das ist alles, das hat mich irgendwo barbarisch aus der Bahn geschmissen. Lass mich nochmal zurückfragen zu dem Freund. Ist das jetzt richtig kaputt oder nur Funkstille? Er hat gesagt, er muss überlegen, aber so wie ich, also mir mein Gefühl im Moment schon sagt, bei dem ganzen Mist, alles was passiert ist, wird sich das wohl auch erledigt haben. Also er möchte im Moment auch nicht von dir angerufen werden und nicht... Sag mal so, wenn ich ihn anrufe, redet er zwar wenig mit mir, aber ich merke, dass es ihm unangenehm ist. Was hältst du von Folgen? Ich meine, dem Anrufen ist ja auch immer so, da bedrängt man jemanden vielleicht auch. Genau, das ist es. Ne, und Simsen kann man nicht viel ausdrücken. Da kann man so ein paar Informationen mal austauschen, aber das bringt's ja auch nicht. Was hältst du denn davon, um jetzt nochmal vielleicht eine Chance zu sehen, dass sich das ein bisschen einrenkt, dass du dich jetzt, wenn du mal eine halbe Stunde oder Stunde mal ein bisschen frei hast und ein bisschen Luft hast, ihm einen Brief schreibst. Oder ihm eine Mail schreibst. Ausführlich einfach mal alles nochmal erklärst und dich auch entschuldigst und auch nochmal unterstreichst, dass dir sehr viel an der Beziehung gelegen ist, an der Freundschaft. Aber du ihn nicht bedrängen möchtest und er soll es entscheiden. Das habe ich ihm gesagt, bloß schreiben, das ist immer so eine Sache, weil er ist auch ständig unterwegs, weil er ist auch Fernfahrer. Ja. Und per E-Mail geht das auch nicht? Nee, ich habe kein Internet. Ach so. Weil ich so selten zu Hause bin, da brauche ich sowas. Egal, er wird aber auch mal in der nächsten Zeit nach Hause kommen. Das ist möglich. Ja, so. Es geht jetzt gar nicht darum, das in den nächsten 3-4 Tagen zu regeln. Da muss man jetzt behutsam rangehen. Ich würde dir das vorschlagen und würde dir das auch raten. Damit kannst du auf keinen Fall irgendwas falsch machen. Und du legst das dann in seine Hände, wie er reagieren soll. Schreib einen ordentlichen, einen guten Brief.
Lass ihn mal über Nacht liegen, wenn du geschrieben hast. Lies ihn nochmal, ob du zu allem stehen kannst, was drin steht. Bitte um Verzeihung und sag ihm, dass die Freundschaft ihm dir viel, viel bedeutet. Und schick das Ding weg. Und dann mach gar nichts mehr. Und dann lass ihn mal kommen und lass ihn reagieren. So, das ist das eine. Das andere ist aber, nach dem, was du mir da geschildert hast, bist du ja nur wirklich sehr gebeutelt im Moment. Du bist viel unterwegs, sagst du, ne, als Fernfahrerin. Ja. Das ist natürlich schwierig. Das heißt, so einen direkten Kontakt zu einem Psychologen können wir dir auch gar nicht irgendwie herstellen, weil du gar nicht da bist. Nee. Ah, schwierig. Dennoch möchte ich, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch redest, was die Todesfälle anbelangt. Mhm. Vielleicht hat die Heide noch irgendeine Idee, was man, wie man das gerade für Leute, die so viel unterwegs sind wie du, auch noch irgendwie regeln kann. Mhm. Ja? Können wir dich anrufen jetzt gleich nochmal? Ja, klar. Gut, dann, wir haben ja deine Telefonnummer, dann legst du auf, wir rufen dich zurück und das mit dem Brief, mach bitte, mach es. Da kannst du nichts falsch machen und es kann nur letztendlich eine Chance nochmal bedeuten für euch. Mhm. Danke dir. Gut, Yvonne, alles Liebe. Okay, danke. Tschüss. Sonja, 25 Jahre alt. Hallo Sonja. Ja, hallo. Ja, dein Thema. Und zwar habe ich ein Problem. Ich habe mich jetzt nach 6 Jahren von meinem Freund getrennt und habe danach auch gesagt, okay, ich will mich jetzt nochmal wieder richtig austoben, weil ich bin ja noch jung. Mhm. Bin dann auch 2 Affären eingegangen und da sind jetzt langsam auch leider ein paar Gefühle dazugekommen. Mhm. Wann hast du dich getrennt von dem Freund? Von deinem sechsjährigen, von der sechsjährigen Beziehung? Genau. Wann? Das ist noch nicht lange her, vor 4 Monaten. Ja. Mhm. Weil er hatte nebenbei eine andere und da war für mich eigentlich gleich das Thema erledigt. Ja. So, und dann habe ich einen kennengelernt. Ja. Und den fand ich auch ganz toll und mit dem habe ich dann eben eine Affäre gehabt, weil er hat auch eine Beziehung, auch schon ziemlich lange. Mhm. Und dann habe ich eben noch jemanden kennengelernt, was für mich eigentlich auch nur mehr so... Ja, Spaß. Ich fand ihn einfach nur toll und der hat mich ziemlich angemacht. Und in den habe ich mich jetzt leider verliebt. Ja, der hat aber auch eine Freundin. Ja. Die beiden, die wissen aber auch, also nichts von mir, also die Freundin. Ja. Und ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich machen soll. Also du hast jetzt mit beiden Männern so ein Techtelmechtel, kann man sagen. Richtig. Ja, wissen die voneinander? Nee. Einer weiß von dem anderen. Ah, warum nicht der andere von dem einen? Weil das wieder nicht gehen würde, weil der wieder eifersüchtig wäre. Also, das ist ja gerade... So, und die Frauen der Männer wissen natürlich nicht Bescheid, dass du im Spiel bist. Nein. Die wissen nicht Bescheid, ja. In wen bist du am meisten verliebt? In den Letzteren, von dem du gerade gesprochen hast? Ja. Mhm. Der ist auch, also die beiden, die sind sowas an verschieden. Ja. Also der eine ist unheimlich dominant. Auch im Bett und alles. Ja. Und der andere überhaupt gar nicht. Der ist auch immer total lieb und... Und in wen bist du am meisten verknallt? In den Dominanten. In den Dominanten. Richtig. Na klar, ne? Ja, ich... So, er in dich denn auch? Ich glaube nicht. Oh, da haben wir das Problem, ne? Ja, er sagt zwar immer, dass er mich ganz gerne mag und dass er das alles ganz toll findet und so, Du bist aber für den nur so eine Sexgeschichte. Affäre halt. Ja. Du, das fünfte Rad am Wagen. Aber er sagt ja auch, dass er nicht glücklich ist mit seiner Freundin. Ja. Nun ist das ja super frisch, ne? Ja. Super frisch. Man kann da gar nicht viel sagen. Ja, aber ich habe ein Riesenproblem. Ich war am Überlegen, wieso brichst du das jetzt alles ab? Ja. Fängt man irgendwie was ganz anderes ja, an? Ja, also ich meine, das ist mal so eine Frage, wie weit man sich auf sowas einlässt, wenn jemand in einer Beziehung ist. Lasse ich mich darauf ein. Wenn die Gefühle nicht so doll sind, sollte man vielleicht sagen, nee, ich lasse mich gar nicht darauf ein, damit gar nicht Gefühle sich entwickeln können. Mhm. Man kann es vielleicht machen, wenn es eine reine Sexgeschichte ist, dass man nicht verletzt wird. Wenn das Gefühl aber sehr stark ist und man sogar das Gefühl hat, da kommt auch noch was zurück, dann würde ich auch immer sagen, okay, komm, machen wir es halt, wo die Liebe halt hinfällt. Ich wäre in deinem Fall aber schon sehr skeptisch, wenn der gar nicht so scharf auf dich ist, der Dominante. Wir reden erstmal nur über den Dominanten. Das ist ja eigentlich wohl. Wenn ich ihn links liegen lasse, dann kommt er wieder an. Ja. Wenn ich ihn aber zum Beispiel anrufen würde oder so, dann würde alles total wieder ablocken. So, also es ist Vorschlag. Ja so. Dann lass das Ganze doch mal ein paar Wochen laufen. Es ist ja noch sehr frisch. Mhm. Und wenn du merkst, dass du da zu sehr dran leidest, drunter leidest und das zu kompliziert ist und er dich vielleicht wirklich doch nicht sehr mag und sich da nichts entwickelt bei ihm, dann lass es sein. Dann geh zurück. Mhm. Mehr kann man nicht sagen. Das ist so kompliziert. Das kann man gar nicht so rein theoretisch so sagen. Und den zweiten, von dem du ja gesprochen hast, ja, das ist ja doch eher so ein, das habe ich erstmal nicht so ganz ernst genommen. Ist das richtig gewesen?
ist mir eigentlich auch ziemlich ernst, weil es ist wieder jetzt ein ganz, ganz anderer Typ. Sonja, jetzt müssen wir dich gleich zurückrufen, weil die Sendung vorbei ist, sehe ich gerade. Ja? Leg mal auf, wir rufen gleich zurück. Okay, danke. Ihr Lieben in der Technik, Ove Petersen, morgen sind wir wieder da, gibt's auch eine Sendung, eine Radio Live, eine wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Berlin. Die Wirtschaftsweisen legen heute ihr Jahresgutachten vor. Wie bereits bekannt wurde, geht